herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in meiner neuen Reihe Einfach Elegant. Wir machen heute gleich drei Karten zusammen und diese Karte ist, zum einen habe ich da einen kleinen Tipp für euch, denn ich habe zum Beispiel gar nicht den Stempel für die Blüte und wie ich das gemacht habe, seht ihr im Video. Zum anderen könnt ihr mit dieser Karte ganz schön eure Designerpapierreste verbrauchen, zum Beispiel wie hier im Hintergrund habe ich das Holzdekor genommen. Ihr könnt einfach nehmen, was ihr habt. Jede Karte sieht ein bisschen anders aus, weil ich eben verschiedene Designpapiere davon genommen habe. Und auch den Hintergrund habe ich mir mit einem Stempel gemacht. Da könnt ihr auch auf die Stempel zurückgreifen, die ihr habt, oder ihr nehmt noch ein anderes Designerpapier mit dazu. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und mit diesem Video.